Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute soll es um den Dedemonk gehen, also den Windwalker, und da konnte ich die Challenge vor einer Woche schon einmal abschließen, konnte dieses Video nicht aufnehmen, weil ich relativ krank war. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen lädiert, kann sein, wenn ich nachher ab und an mal kurz nichts sage, bin ich ein bisschen am Husten, ihr werdet es am Knacken hören. Und ja, ich würde sagen, wir schauen dennoch einmal rein. Als allererstes wollen wir uns einmal die Talente angucken. Dann schauen wir uns einmal so ein bisschen das Gear an, die Sockel und Verzauberungen und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Consumables an. Als allerletztes werden wir dann einmal in den Fight reinschauen, werde ich euch so grob die Taktik erklären, beziehungsweise ein bisschen auf die Fähigkeiten eingehen. Gut, fangen wir mal an. Was nehmen wir als erstes mit? Wir nehmen als erstes die Chi-Welle mit. Und die ist relativ praktisch, da wir uns da schon mal ein Makro machen können. Ich habe hier folgendes Makro. Target Teufels... Teufelssog-Totem heißt das und dann wirke Chi-Welle. Das ist einfach ein Makro, es spawnt immer mal wieder einen Teufelssog-Totem. Wenn das durchgecastet hat, was so glaube ich 4-5 Sekunden castet, stunt euch das und das wollt ihr wegräumen. Ja, ich habe da ein Add-on, da sagt mir das immer an, Totem kommt, das glaube ich DBM sagt das sogar an. Einfach die Taste drücken, dann müsst ihr es auch nicht anvisieren, suchen, wo ist das, es spawnt halt random irgendwo im Raum, haut einfach die Welle drauf, fertig. Für nichts anderes benutze ich das tatsächlich, um einfach die auf Range wegzuräumen mit dem Instant-Spell. Ne? Ist eine praktische Sache, würde ich euch empfehlen, macht das Ganze ein bisschen leichter. Dann habe ich Schnelligkeit mitgenommen. Dann, ihr könnt natürlich auch Tigerrauschen mitnehmen. Ich wollte nicht noch einen Button extra drücken, weil ich die Dämon nie spiele und dachte mir, komm, dreimal rollen ist eine praktische Sache, nehme ich hier an der Stelle mit. Dann Faust des weißen Tigers habe ich mitgenommen, um ein bisschen zu DPSen. Gutes Karma, um ein bisschen Schaden zurückzuhauen mit Karma, beziehungsweise mich dann auch noch mit hochzuheilen. Werdet ihr nachher sehen, ist eine praktische Geschichte. Dann Magiediffusion, einfach ein bisschen im Schaden rauszunehmen. Dann Shiyis Tanz. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht. Und spiritueller Fokus habe ich mitgeskillt. Soweit zu den Talenten. Ich habe übrigens hier noch zwei weitere Makros mir erstellt. Einmal Cast Focus Paralyse und Cast Focus quasi mein Interrupt. Warum habe ich die zwei Makros gemacht? Es gibt einen Spell, den müsst ihr auf jeden Fall unterbrechen mit einem Interrupt oder ihr könnt ihn natürlich auch CC'en, zum Beispiel mit der Paralyse. Wenn der durchkommt, haut er etwa 90% eures Lives weg oder er one-shottet euch sogar. Heißt, den müsst ihr interrupten. Oft habt ihr dann irgendwas anderes im Target, weil ihr noch fünf andere Sachen gleichzeitig machen müsst und dann ist es dann teilweise blöd, das richtige Target zu finden. Wenn ihr das einfach den Mob ins Target nehmt, beziehungsweise ins Fokus nehmt, dann haut ihr immer auf den richtigen Mob euren CC drauf und gut ist. Erleichtert das Ganze, brauchen tut ihr es nicht. Für mich hat das Ganze wesentlich einfacher gemacht. Mit den anderen Klassen, wo ich die Challenge gespielt habe, ist genauso gemacht. Immer meinen CC oder Interrupt quasi auf das Fokus draufgepackt. Macht es wesentlich easier. Genau, nur so ein Tipp am Rande. Gut, dann schauen wir uns einmal das Gear an sich an. Ich habe wieder mir das Craft Gear gebastelt. Habe übrigens dasselbe Gear an wie beim Monk Tank. Heißt, wenn ihr den Part schon kennt, könnt ihr das hier auch skippen. Ich habe einmal das hergestellte Gear aus MOP an. Das hat den Vorteil, dass wir hier nochmal extra Sockel drauf haben. Und ja, was habe ich hier drauf gebastelt? Ich habe überall drei... also überall Agi-Sockel drin mit drei Beweglichkeit drauf. Es gibt auch die mit vier, aber die sind ein bisschen teurer, deswegen, ja. Ihr solltet aber auf jeden Fall die epischen nehmen, die haben nämlich mehr Stats nach dem Runterscaling. Wir haben dann einmal hier Verzauberungen drauf. Diese könnt ihr nämlich nur auf Items drauf verzaubern, die 50 und niedriger sind. Deswegen habe ich hier diese 48er-Teile hergestellt. Auf den Slots, wo man Shadowlands-Verzauberungen drauf machen kann, habe ich 54er hergestellt, weil man dann dementsprechend nochmal 2 Item-Level mehr hat. Das Ganze wird hier auf 50 runtergescaled. Wie sieht es mit den Verzauberungen auf? Hier auf den Handschuhen habe ich quasi plus 6 Beweglichkeit drauf. Auf dem Gürtel habe ich einen extra Sockel drauf. Da gibt es nämlich eine Gürtelschnalle. Da kann man dann einfach noch einen extra Sockel drauf machen. Normalerweise ist nämlich hier nur einer drauf. Auf der Hose habe ich dann eine Lederer-Verzauberung drauf. Also die kann Lederer herstellen, kann jeder aus dem Haar kaufen. 6 Beweglichkeit, 3 Crit. Dann auf den Schuhen habe ich die Shadowlands-Verzauberung mit 15 Beweglichkeit drauf. Ringe habe ich 2 Juwelringe mir hergestellt. Hier habe ich Versa verzaubert. War noch von der Tank-Challenge, da war Versa gut. Ich glaube, als Dedemon brauchst du mal ein bisschen was anderes, aber egal. Hat auch so geklappt. Dann habe ich einmal die Samenkapsel von Nitendra aus dem Smaragdgrünen Albtraum. Schwierigkeitsstufe ist hier egal. Dann habe ich den Geister-Eisendrachling, den den Inji herstellen kann. Habe hier dann einen Versa-Sockel und 2 Crit-Sockel reingepackt. Auch noch von der Tank-Challenge tatsächlich.
sowohl diese Special-Sockel, diese Zahnrad-Sockel, als auch den Geisteisen-Drachling kann ein Inji herstellen, auch in MOP, könnt ihr aber auch komplette Maha kaufen. Dann Waffen, habe ich zwei Erbstückwaffen mir einfach geholt. Auf beide habe ich hier sündhafte Offenbarung drauf vorzeitet, also eine Shadowlands-Verzauberung. Dann Handgelenke habe ich einfach aus Maha einen Stufe 50-Ding gekauft, dass ich die 5 Beweglichkeit drauf verzaubern kann. Brust haben wir zwei Special-Sockel drin, und zwar einmal das Krakenauge der Beweglichkeit und Säbelauge der Beweglichkeit. Das kann man einmal nur aus Gear drauf basteln und ist hier ein bisschen mehr Agi drauf, einmal 6 und 9. Nochmal 6. Dann der Umhang ist relativ egal, da gibt es keinen mit Sockel. Da habe ich mir einfach eine Shadowlands-Verzauberung drauf gemacht mit 20 Ausdauer und geringen Movement-Speed-Erhöhung. Hier habe ich einfach drauf geachtet, dass ich Versa habe. Wie gesagt, von der Tank-Challenge. Monk ist, glaube ich, Versa nicht so top bei der DD-Challenge, aber ich habe, wie gesagt, das LBG genommen. Dann auf dem Schulterslot habe ich hier einmal eine Inschriften-Verzett, das ist das, glaube ich, 5 Beweglichkeit plus 2 Crit. Dann Hals habe ich einmal mir wieder einen gecrafteten von Juve gebastelt. Einmal hier aus Shadowlands, da auch wieder mit extra Beweglichkeit drauf. Und beim Kopf haben wir dann einen Metasockel drauf. Das ist nämlich relativ schön, da können wir nämlich einen Metasockel reinpacken mit 3 Beweglichkeit und 3% Crit. Zusätzlich habe ich hier noch das Leviathan-Auge Beweglichkeit drauf. Hier braucht ihr den Gegenstand auf 50 oder höher. Kopf gibt es keine Verzauberung, die wir uns holen können, deswegen habe ich hier einen 54er gecraftet. Wichtig, es gibt noch eine Verzauberung, die euch theoretisch über, ich glaube, Wottel bei den Söhnen Hodiers oder so war das damals, könnt ihr euch theoretisch holen, aber mit dem Twink habe ich da keinen Ruf, deswegen habe ich das jetzt nicht angefangen, aber theoretisch gibt es eine Verzauberung drauf, aber die könnt ihr euch nicht einfach mal Haar kaufen, sondern da müsst ihr tatsächlich losgehen und was holen. Alles das, was ich an Gear habe, könnt ihr sowohl alle Verzets und alles Zeug einfach alles komplett im Haar kaufen. Das Einzige, was ihr euch theoretisch farmen müsst, ist die Samenkapsel. Ne? Das war mir halt wichtig, dass ich es einfach schnell mir holen kann, ohne dass ich jetzt irgendwas krass farmen müsste. Genau. Gut, soweit zum Gear und zu den VZs. Dann kommen wir zu den Consumables. Ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen der Ströme. Dann verdunkelter Gewichtstein oder verdunkelter Wettstein, je nachdem, was ihr für Waffen habt, ne, ob ihr stumpfe oder scharfe Waffen habt. Ich habe mir blöderweise beide gekauft, bis ich gecheckt habe, ja, ich kann, naja, das mit dem Wettstein, das habe ich noch nicht so ganz raus. Ich nehme mit dem Main immer das Schattenkernöl. Aber hier quasi, ich glaube, da brauchte ich den verdunkelten Wettstein, genau, den konnte ich auf die scharfen Klingen drauf machen. Dann habe ich hier eine Rune benutzt. Dann haben wir die Kriegsrollen der Schlachtruf, das kann den Inschriftenkundler herstellen. Dann habe ich, weil ich es nur über hatte, das Versa-Food genommen von der Tank-Challenge. Dann den Trank der ungezügelten Wut und dann natürlich noch Drums. Und als letztes haben wir natürlich noch den absolutischen Heiltrank, einfach nur ein bisschen uns hochzuheilen. Genau, das sind soweit jetzt die Talente, Gear und Consumables gewesen. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal in den Fight rein. Sodala, einmal den Sound noch ausgemacht, dass ihr quasi da ein bisschen Ruhe habt. Also als allererstes wichtig, wir wollen gucken, dass wir dementsprechend ihn hier ins Target nehmen, beziehungsweise ins Fokus nehmen. Das ist unser Main-Ziel. Wir haben zwei Ziele, die müssen wir beide am Ende töten, dass wir die Challenge abgeschlossen haben. Und wichtig ist hier an der Stelle, dass der Wurm hier einen Debuff drauf hat, oder ja, oder einen Buff, je nachdem wie man es sehen will, der 9 Stacks hat und er kriegt quasi 90% weniger Schaden. Heißt, wir greifen als erstes hier unseren Tauren an. Der Kampf geht erst los, wenn ihr ihn attackt. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich am Anfang mir erstmal alle Consumables reingeschmissen habe und auch mit einem Pot und meinen CDs gestartet habe. Ja? Heißt, ihr habt hier einen relativ langen Fight, also ihr könnt am Anfang auch ruhig den Pot nehmen. Und wir wollen jetzt als erstes ihn ein bisschen runterhauen und von dem anderen Wurm quasi die Stacks entfernen. So, was haben wir jetzt hier für Fähigkeiten? Der Wurm castet ein bisschen was, wir haben jetzt hier auch von Tauren einen Cast, ihr habt es gerade gesehen, diesen Teufelschlag, den müsst ihr interrupten. Da habe ich mir ja meine zwei Makros gemacht, einmal zum Interrupten und einmal quasi mit meinem CD, mit meinem CC noch einen Makro. Heißt, egal welchen ich im Target habe, ich hau quasi immer mein Interrupt oder, wenn der Interrupt Cooldown hat, meine Paralyse auf den Turgar drauf. Ja? Dann das nächste, was wir haben, ist dieses Kreuz, wo quasi so Void-Sachen, so Stachel rausspawnen. Da, naja gut, ist selbst erklärend, da müsst ihr einfach rauslaufen. Ne? Das ist aber relativ lang tatsächlich. Da habt ihr nochmal den Interrupt. So, jetzt kommt die Zwischenphase, der Wurm verschwindet. Und wir haben hier drei solche, solche Eier, die spawnen. Und aus den Eiern, wenn die nicht schnell genug getötet werden, spawnen quasi Mobs raus. Ich habe hier diese Samenkapsel genau in der Mitte gezogen. Die macht nämlich so viel Schaden, dass die fast alleine tötet. Mach ein bisschen E drauf. Und jetzt laufe ich wieder aus dem Zeug raus hier. Ihr habt gerade gesehen, er hat uns angevisiert und gecharged. Ja? Bei dem Charge ist es so, dass wir gucken müssen,
Ihr seht, hier ist der Wurm. Da dürft ihr übrigens auch immer nicht reinlaufen, weil sonst werdet ihr gestunt, wenn der euch erwischt und kriegt Schaden. Immer wenn er euch anschaut, das wird auch kurz angesagt hier in der Mitte des Bildschirms, müsst ihr schauen, dass ihr euch zwischen diese Steine stellt, dass er da durchcharge. So, jetzt habe ich es gerade verkackt, wie ihr gesehen habt, und er hat keinen Stein mitgenommen. Durch jeden Stein, den er durchcharge, verliert er ein Stack. Heißt, im Optimalfall kriegen wir in jeder Phase es so hin, dass wir dementsprechend alle drei Steine weggecharged kriegen. Er charged in jeder Zwischenphase genau zweimal. Heißt, ihr könnt einmal einen Stein erwischen und einmal müsst ihr am besten gucken, dass ihr zwischen den Steinen steht, dass er durch euch durchcharged und dass er beide erwischt. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Wenn ihr es nicht schafft, ist nicht wild, dann müsst ihr halt einfach mehr Phasen spielen. Ihr seht, jetzt kommt wieder Zwischenphase. Ich stelle mich in die Mitte rein, hau meinen Trinket rein. Das ist genau jede Minute, also es geht gut aus. Mach wieder meinen charge wieder. Ich versuche rauszulaufen, einen Stein hat erwischt. Ich muss ihn interrupten. Das Totem kommt hinten, ihr habt es gerade gesehen. Also hinten war gerade dieses Totem, deswegen habe ich mir da auch ein Makro gemacht. Ich musste ihn gleichzeitig interrupten und das Totem töten. Wenn ihr das Totem nicht tötet, haben wir die Problematik, dass es euch stunt. Ihr könnt den Cast nicht interrupten und dann seid ihr tot. Ja. Ich gucke jetzt, dass ich wieder in der Nähe von den Steinen stehe. Da muss ich halt rauslaufen. Am besten steht er ein bisschen weg und dann lauft hin. Jetzt muss ich gucken, man muss ihn kurz kurz stehen bleiben, dass er hincharge und dann weglaufen. Wenn ihr nämlich komplett stehen bleiben würde, charge über euch drüber, dann tötet er euch auch. Ja, und da müsst ihr ein bisschen gucken. So, ihr seht, er hat jetzt schon ein paar Stacks verloren. Er hat jetzt nur noch 6 Stacks. Ich versuche jetzt schon mal ein bisschen zu cleaven. Er kriegt zwar immer noch 60% weniger Schaden. Ich kann ihn ins Target nehmen und trotzdem an den interrupten, weil ich ja über mein Fokus-Makro das gebastelt habe. Und wichtige Info, wenn er seinen Schrei hier castet, dann kriegt ihr einmal relativ Schaden. Und wenn ihr irgendwas castet, werdet ihr gesilenced. Ja? Also da müsst ihr bei dem Wurm ein bisschen aufpassen. Was ihr alternativ da machen könnt. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Einmal können wir Karma ziehen. Und da wir das geskillt haben, kriegen wir zwar relativ viel Schaden, aber den Karma-Schaden heilt uns wieder gegen. Also das ist eine praktische Angelegenheit. Jetzt haben wir wieder Totem und Interrupt gleichzeitig. Das einmal quasi töten und ihn interrupten. Und wir müssen jetzt wieder bei den Steinen stehen, dass wir quasi sein Schild ein bisschen runterkriegen. Da müssen wir wieder rauslaufen. Jetzt kommt sein Charge. Wir laufen dann ein bisschen hinter den Stein. Bleiben kurz stehen, er castet seinen Cast. Hier, wenn ihr gerade weglaufen müsst und ihn nicht in der Melee-Range habt zum Interrupten, dann die Paralyse ziehen. Er macht jetzt seinen Schrei. Hier könnten wir jetzt theoretisch einmal, wenn dann diese Magiediffusion ziehen können oder halt dementsprechend unser Karma. Totem wieder zerstören und er hat wieder sein X drauf. Jetzt ist es eigentlich immer das Gleiche. Jetzt hauen wir langsam ihn runter und versuchen bei dem anderen die Stacks zu verringern. Wichtige Information, was wir nicht machen wollen, ist, dass wir quasi den hier Tauren töten, ne? Und den Wurm alleine noch da haben. Wenn nämlich das passiert, geht der Wurm in Enrage und macht einen Haufen mehr Schaden. Wir wollen beide möglichst slow hauen, bevor wir dementsprechend einen von beiden töten. Wir wollen nicht den Enrage haben. Jetzt haben wir das Totem, Interrupt gleichzeitig aus dem Zeug rauslaufen. Ich habe es diesmal geschafft, zwei Steine mit einem Charge wegzumachen. Und jetzt haben wir hier quasi noch einen Stein. Ich glaube, ich habe nur noch 3 Stacks auf dem Boss, also so langsam könnten wir dann den Boss ein bisschen runter DPSen. Er charge wieder, stellen uns dahinter, haben wieder den Interrupt auf ihn, Stein ist durchgecharged und jetzt kommt er wieder hoch. Er castet übrigens immer am Anfang, wenn er hochkommt, einmal seinen Schrei, also da könnt ihr theoretisch schon mal ein bisschen gucken, dass ihr euch vorher komplett vollzieht oder halt einen von euren Cooldowns benutzt. Ihn müssen wir wieder interrupten. Und jetzt gucken wir mal, der Wurm hat jetzt keine Stacks mehr drauf. Jetzt könnt ihr quasi voll auf den Wurm durchziehen und haut ihn so low wie möglich und den anderen Mob auch so low wie möglich. Haut wieder seinen Schall raus und ihr seht, das macht schon relativ viel Schaden. Wenn der Wurm in Enrage ist, one-shottet euch dieser Cast. Also ihr müsst dann gucken, solltet ihr den Tauren zu früh töten und der Wurm geht in Enrage, müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr bei jedem Cast den Wurm interruptet. Das könnt ihr damit machen, dass ihr ihn stunt. Ihr könnt ihn in die Paralyse packen, das geht auch. Totem haben wir hinten wieder, das muss wieder unterbrechen. Und jetzt ist es übrigens egal, ob wir diese Steine wegchargen oder nicht, weil seine Stacks sind eh weg, die machen ihm auch keinen Schaden oder irgendwas, also die sind vollkommen egal. In der Phase jetzt einfach überleben. Ihr seht schon, ich mache absichtlich auch keinen Schaden mehr auf den Tauren, weil ich cleave den eh nebenbei mal ein bisschen und will eigentlich bloß gucken, dass ich voll hier in die Phase gehe. Und jetzt nur noch den Wurm zu DPSen. Ich habe jetzt wieder mein Karma drauf, dass ich mich quasi wieder gegenhalte. Hinten haben wir das Totem. Wir gesehen, das war gerade nur so ganz minimal im Bildschirm, aber dadurch, dass ich Makro habe, sehe ich, okay, Totem kommt, einfach den Zauber drauf. So, jetzt DPSen wir den Wurm ein bisschen runter und lassen quasi den Tauren am besten in Ruhe, cleaven den nur ein bisschen und gucken, dass wir möglichst weit runter. Wir können jetzt ein bisschen nach vorne springen, weil es ist eigentlich jetzt immer das Gleiche, ehrlich gesagt. In der Zwischenphase
jetzt gucke ich, dass ich mir einfach nur gegenheile, er kommt wieder raus und ich hau ihn wieder weiter runter. Ich springe nochmal einen Ticken nach vorne, wieder Zwischenphase, ihr seht, den einen habe ich jetzt so 14% runtergehauen, der Taure ist jetzt durch den Cleave, ich muss ja auch immer hier diese Eier und das Zeug noch töten, ist er relativ low, interrupten, wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr einmal, wenn es einmal durchkommt, kann es, wenn es blöd läuft und nicht komplett voll seid, schon zu Ende sein, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, jetzt in der Phase kann ich ihn auf jeden Fall töten. Und dann seht ihr auch gleich, wie das mit dem Enrage aussieht. Gut, Wurm kommt nach oben. Hinten haben wir nochmal das Totem. Ganz wichtig ist wieder wegräumen. Einmal die Zacken aufwarten. Und jetzt können wir eigentlich durchziehen in der Phase 10% und 3%. Wichtig ist, wenn er stirbt, legt euer Fokus um, wenn ihr es auch mit Fokus spielt, dass ihr mit dem CC den Wurm auch erwischt, ne? Ich spiele jetzt halt hier extrem knapp. Ihr könnt theoretisch schon ab so 40-50% ihn hier töten und habt dann eigentlich gar keinen Stress. Ich habe jetzt ihn getötet. Er geht jetzt gerade hier noch in die Phase. Jetzt solltet ihr euch auf keinen Fall erwischen lassen, weil auch der Charge ist gebufft, wenn er im Enrage ist. Wenn er euch hier einmal übercharge, dann ist quasi Feierabend. So. Ihr müsst jetzt trotzdem das Ganze abwarten. Hier passiert jetzt nichts. Er läuft jetzt so ein bisschen quasi einfach nur in der Erde rum, jetzt nichts sonderlich Interessantes. Kommt nochmal ein Charge. Und nach dem Charge kommt er dann hoch. Und jetzt müsst ihr halt gucken. Er macht jetzt hier sein Spell. Ich interrupte jetzt ihn einmal, habe ihn ins Fokus genommen. Und jetzt töten wir ihn. Ihr seht ja den Enrage-Effekt drauf. Da geht er down. Und das war es eigentlich vom Fight. Viel mehr ist es tatsächlich nicht. Das Schwierigste ist im Endeffekt so ein bisschen am Ende das Timing zu kriegen. Wann töte ich den Wurm? Wann töte ich den Tauren? Dass ihr da so ein bisschen wisst, okay, wie viele CCs habe ich? Ich habe einmal einen Stun, ich habe einmal diese Paralyse und mehr als 2 Casts von dem Wurm solltet ihr nicht haben. Ihr könnt am Ende HT ziehen und euren Trank, das habe ich jetzt hier irgendwie ein bisschen verpasst, war jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht notwendig. Wenn ihr am Anfang HT zieht, werdet ihr so ein bisschen das Problem kriegen, dass ihr den Tauren zu schnell tötet und dann dementsprechend nur warten müsst, wie es ich jetzt am Ende hatte, bis der Wurm die Stacks verloren hat und ja, das könnt ihr eigentlich so ein bisschen vermeiden, ja. Außer ihr spielt es ein bisschen besser und schafft, dass ihr in jeder Phase 3 von seinen Stacks runternimmt, ist aber wie gesagt nicht notwendig, sonst habt ihr, wenn ihr es halt nicht schafft, ich habt halt einfach ein bisschen längeren Fight. Gut, das waren eigentlich soweit die Fähigkeiten, die ich euch zeigen wollte. Wenn ihr die Eier nicht rechtzeitig gekillt kriegt, kriegt ihr so Würmer raus, die speien so Zeug auf euch. Die könnt ihr dann einfach auch töten, aber wie gesagt, wenn ihr Samenkapsel habt und ein bisschen mehr mit reiner Aid, dann sterben die eigentlich weg, bevor die Würmer spawnen, also das ist gar kein Stress. Gut, damit sind wir am Ende mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann, ciao.